Das soll ein kleiner Grappa sein, ja? Das ist ein kleiner. Aha, dann weiß ich schon. Den ich getrunken habe. Achso, was du getrunken hast. Ja, vielleicht machen wir das einfach gerade. Warum war das ein Wahnsinn, die halbstaatlichen Betriebe zu verstaatlichen? Ne, weil die Produktivität von denen sehr hoch war und das Privatinteresse und sozusagen das Staatsinteresse sich absolut vertrugen. Das war nur ein Prinzip. Dogmatisches Prinzip. Dogmatisches Prinzip, das Privateigentum sozusagen Privateigentümerschaft im Bewusstsein nicht. Also Gegner, das ist natürlich Unsinn, mal. Gegner wurden so dann als hier diese berühmte Koenicke war ein Delikatessenbetrieb, die stellten so kleine Büchsen her mit wunderbaren Sachen, den gibt es jetzt wieder und der hörte dann auf, das wurde schlechter einfach. Ne? Und was hat der Hans Busch gemacht mit dem Lied der Zeit und Aurora? Nee, das ist was anderes. Aurora haben wir dann gegründet, haben den Busch hier nicht mehr gespielt wurde. Die haben doch im Rundfunk die Bänder von ihm vernichtet. Warum? Wegen Proletkult. Nein. Ja, der durfte nicht Busch, nachdem er mit Honecker auch noch diesen Konflikt hatte, über Herrenburger Bericht, wo Honecker darauf bestand, dass die Zeile, im Herrenburger Bericht gibt es die Zeile, wenn ihr nur kämt, also die Einladung an die Westdeutschen, wenn ihr nur kämt, ihr würdet sehen, was hier alles ist, und da ist eine Zeile, und wenn Ernst Busch singt, wärt ihr doch dabei. Das hat Brecht für die FDJ komponiert zum Weltjugendtreffen, 1953, mit Dessau zusammen, Herrenburger Bericht. Und den haben sie nicht aufgeführt wegen dieser Zeile, und Brecht sollte die streichen. Das hat er nicht gemacht und deshalb hat die gestrichen. Und dann hat Busch sich gerecht an Dessau, dann hat er in seinem Lied der Zeit die Mutter Courage Musik rausgebracht. Also 75er Platten. Sehr schön und sehr schöne Platten. Und hat als Komponist vom berühmten Courage-Lied nicht Dessau genannt, sondern nach einem alten Marseiller Hafenarbeiterlied. Das war die Rache von Busch. Und dann hat er, der wurde ja nicht mehr gesendet, also der hat ja auch Jahre nicht gespielt. Wir haben ihn dann wieder geholt für die Mutter. Das war seine erste, ja, die erste, 51, die erste Theaterrolle wieder. Und dann wurde er nicht gesendet im Rundfunk. Da gab es ein Tabu, also Busch, der ein ganz führender war, der Abusch. Schön, ich kenne ihn, ja. Abusch, nicht? Der kämpfte gegen Proletkult und der würde also sozusagen das große bürgerliche Erbe, was die DDR ja pflegt und wofür sie bekannt sein wollte, würde er beschädigen, wenn man diese alten Agitprop-Klamotten wieder hochholt. Und darauf hat Brecht auf dem letzten Schriftstellerverband einen Diskussionsbeitrag gehalten über Agitprop. Und dass darüber nicht die besten Nasen gerümpft würden. Und Busch hat dann, nachdem er also sozusagen arbeitslos war als Sänger, mit der Akademie zusammen den Aurora Verlag gegründet. Und hat dann nochmal ganz von vorn angefangen und hat sein ganzes Werk nochmal reproduziert. Und das Interessante, das berühmte Jarama Front, hat er die alte Platte genommen und nochmal drauf gesungen. Und er konnte am Ende nicht mehr hochsingen. So hast du auf der Platte einen Busch, jungen Busch, der hochsingt, und einen, der das nachsingt. Ach so, ja, das ist ja diese Hose. Der Jarama Front, wie in den Februartagen, genau. Diese Stelle ist tief und hoch. Ach ja, siehste. Sag mal, dieses gegen Proletkult sein, habt ihr das am Theater auch mitbekommen? Ja, sicher. Der Oelsner hat die Mutter damals
beschimpft als Proletkult, eine Mischung zwischen Meyerhold und es war noch jemand, Piscator. Mhm. Also die wurden richtig, und zwar einfach, weil die Handlung von Körn unterbrochen wurde, wie in der Mutter. Und das galt als nicht klassisch. Und der Kreidekreis wurde als dekadent eingeschätzt, weil der eine Rückblende hat. Und dieser Proletkult, dieser Fimmel, dass der Proletkult sozusagen die DDR-Bürger verschreckt, die man gewinnen wollte mit dem Klassikererbe. Nicht? Das war ja nach 1945 ganz anders. Da war also, unmittelbar nach 1945 hat man die ganze proletarische Kultur natürlich gepflegt, und da gab es, Bob Weinert oder Busch eben. Und dann gab es, das kam von der, irgendwie in der Zeit der Formalismusdiskussion, wo man dann sich stürzte auf die Klassikerrezeption. Dass die DDR sozusagen vorbildlich ist in der Pflege des bürgerlichen Erbes. Und da war alle Proletkult-Unternehmungen beschädigten sozusagen und verschreckten. Also es wurde richtig gesagt, also Proletkult verschreckt unsere Bürger. War das so eine DDR-Adaption von Lukács? Das weiß ich nicht, das glaube ich. Lukács war ja auch sehr gegen Proletkult. Ja, sicher. Das war diese ganze, es kam aus der Sowjetunion jedenfalls. Mhm. Also gegen Majakowski, der wurde ja dann von Stalin als der größte Dichter der Sowjetepoche klassifiziert, da hört es auf, aber Meyerhold wurde ja umgebracht wegen Proletkult. Ne? Und das hing damit zusammen, und das war eine, dass man also die gesamte, also die Kolonnen links und was es da alles gab, die gab es nicht. Die ganzen 20er Jahre, die Arbeiterkultur, wurde ad acta gelegt. Und dazu gehörte Busch, und der wurde nicht mehr gespielt, und die Seite Bänder im Rundfunk wurden gelöscht. Aber vernichtet. Gelöscht? Gelöscht. Und daraufhin als Gegenmaßnahme hat die Akademie der Künste mit ihm zusammen, nachdem sein Lieder Zeit als Privatunternehmer sozusagen enteignet war und Busch auch als künstlerischer Leiter nicht mehr fungierte, gründeten wir in der Akademie den Aurora Verlag, und da hatte er die Möglichkeit, noch als 70-Jähriger sein gesamtes Werk, ziemlich gesamtes Werk, also Brecht, Tucholsky, Kästner und Mehring nochmal aufzunehmen. Ich springe jetzt mal im Thema, weil es gibt so einen Vorgang, der mich immer wieder aufs Neue irritiert. Brecht bietet während der Vorbereitung des 17. Juni auf beiden Seiten der Barrikade der SED-Führung seine Hilfe an. Also das stimmt nicht. Gegen die Konterrevolution? Nein, das stimmt nicht. Nee, er sagt, er würde mit den Arbeitern diskutieren wollen. Nein, das hat er auch nicht gesagt, sondern er hat gesagt, er hofft, dass nach dem Ereignis die große Volksaussprache einsetzt. Ja, das ist danach. Nein, das steht in dem Brief. Ja, das ist aber danach. Ich meine, in den Tagen vorher kündigt sich ja an eine Unzufriedenheit. Ja. Es gibt Protokolle aus dem Berliner Ensemble, wo er mit der Belegschaft über in den Tagen vor dem 17. Nein, das stimmt alles nicht. Die war am 24. Juni, war die erste Diskussion. Davor gab es keine? In Berlin, nein, überhaupt nicht. Der 17. Juni hat uns alle überrascht, und Brecht besonders. Also Brecht hat prophezeit, dass irgendwas im Gange ist, und er hat am 16. Juni, als die ersten Streiks in der Stalinallee waren, hat er und als das Berliner Parteiaktiv im Friedrichstadtpalast zusammengerufen wurde, wo Ulbricht und Grote wohl zum ersten Mal sagten, dass sie vorgeprescht seien und also Fehler gemacht haben. Das einzige Mal von Ulbricht, dass er Fehler gemacht hat. Und da sang man die Internationale und ging
am 16. abends ging das Berliner Parteiaktiv ins Bett. Und da hat Brecht mich, ich nenne mich mal zuerst, die Rühlicke, Palitsch angerufen, ob wir Zeit hätten, zu ihm rauszukommen nach Weißensee. Und da haben wir ihn angetroffen, hat gesagt, nach seiner Meinung ist das der Beginn einer großen Auseinandersetzung und wir wollen, er rechnete damit, dass jeden Moment irgendwas passiert. Und als sowjetische Panzer einfuhren, dann nach der Demonstration, hat er nicht, wie Strittmatter sagt, Hurra gerufen. Das Wort gab es gar nicht in seinem Wortschatz, sondern hat gesagt, jetzt beginnt unsere Demonstration. Aber der hat nie angeboten, er hat angeboten, dass das Berliner Ensemble das Rundfunkprogramm übernimmt. Genau. Und das habe ich gemacht. Genau. Ich bin mit der Hauptmann zum Rundfunk gefahren und wir haben angeboten, dass das Berliner Ensemble, Busch und Brecht und Weigel, die Sendung übernehmen und im Sinne der Revolution wirksam werden. Aber das wurde abgelehnt. Das wurde nicht nur abgelehnt, sondern wir wurden gar ausgelacht und Sendeleiter hat der Hauptmann und mir gesagt, wir sind dann von Brecht zum Rundfunk geschickt worden am 17. Juni, wurde gesagt, das sind mal wieder die typischen Bauchschmerzen von Intellektuellen. Mhm. Und da fuhren wir zurück und sahen zu unserer großen Befriedigung, dass die Arbeiter in den Rundfunk einmarschierten und der Leiter vom Dienst sich im Heizungskeller versteckt hat. Weißt du, was am 17. Juni dann das DDR-Radio gemacht hat? Ja, Operettenmelodie. Puppchen, du bist mein Augenstern. Also ich frage, ist das die Abkehr vom Proletkult, dass man dann Operettenmelodie? Das hatte damit nichts zu tun, sondern die waren ratlos. Und dann machen sie Operettenmelodie? Ja, weil die angeblich dann gute Laune verbreiten unter der Bevölkerung und sie vergessen ihre politischen Ansichten oder Anliegen. Also die Arbeiter haben ein Problem, was vom Gegner missbraucht werden kann. Und es wird, das war zu dieser Zeit ja Kleinbürgerlichste genommen, nämlich Operettenmelodie. Ja, um es natürlich niederzuhalten. Und ich meine, die Brecht hat allerdings, und ich habe diese berühmten Briefe hier ausgefahren. An Ulbricht und... Wie darf man sich das vorstellen, technisch? In Brechts Auto. Da bist du drin gefahren? Nein, mit dem Fahrer. Mit dem Fahrer. Und wir haben einen Brief gebracht in die sowjetische Botschaft, an Semjonow, und einen, der ging an die Regierung, und dann fuhren wir ins ZK, das war damals so in der Schönhauser Allee, an der Ecke da vorne. Und da kamen wir mit dem Brief, und da waren Bauarbeiter versammelt und hatten rote Fahnen und wollten also für die Leute sprechen. Das hat sich aber keiner sprechen lassen, außer dem Fritz Selben. Der ist vor die Tür gegangen, hat sich auf den Tisch gestellt und hat versucht, mit ihnen zu reden, aber sonst keiner. Und als wir mit dem Auto uns näherten, haben die Bauarbeiter, die hatten auch ihre weißen Anzüge an, rote Fahnen, uns angehalten, was wir wollen, und haben versucht, das Auto umzuschmeißen. Und da habe ich Brechts Auto und uns gerettet, indem ich gesagt habe, was macht ihr, wir sind Einzelhändler und haben einen Laden in Weißensee und wollen dahin und ihr könnt unser Geschäft nicht stören, und das haben sie eingesehen. Wir haben uns durchgelassen, sonst hätten sie uns das Auto umgeschmissen. Und das war, und am Nachmittag kriegten wir von Brecht den Auftrag, die Elisabeth Hauptmann und ich, zum Rundfunk zu fahren und das Angebot zu machen. Ne? Das, also Brecht, und dann hat Brecht allerdings, da er kein Echo hatte, ist er unter die Linden gegangen. Mhm. Und da war ich mit dabei. Mhm. Und hat diskutiert mit den Leuten, also die Leute gefragt. Und da kamen auch die Panzer. Und da haben wir gesehen, dass die Panzer einfuhren mit Dibrova, mit dem Stadtkommandanten, als im Jeep vorweg, mit offenen Luken, und haben die Leute gegrüßt, weil die dachten, das sind Demonstranten.
Für die gerechte für Sache. Für die Sozialismus. Gerechte Sache. Ja. Und dann fingen die an, Steine zu schmeißen. Da haben sie die Luken geschlossen. Nicht? Sag mal, hatte Brecht eine Art, mit Arbeitern zu reden? Merkwürdigerweise ja. Weil der selber sehr, sehr unkompliziert redete und durch seinen Dialekt sehr einladend wirkte, nicht arrogant. Aber er konnte auch sehr scharf werden. Also in der berühmten Versammlung, deren Protokoll ich übrigens in der Jugendwelt veröffentlicht habe, waren unsere Techniker, entpuppten sich als ziemlich faschistoid. Also Absetzung der Regierung und Bestrafung und so weiter. Und da ist Brecht scharf geworden. Mhm. Und da gibt es die ist übrigens in meiner Website drin, die berühmte Rede von ihm. Das war die erste politische Rede, die er hielt, über die Fehler, die gemacht worden sind. Und die größte Leistung ist eben die Enteignung der Betriebe, die Bildungsreform, die Bodenreform und dass diese Dinge historisch, also von größter Bedeutung in der deutschen Geschichte sind. Und die hätte die Regierung falsch verkauft durch ständige Propaganda und Schönrednerei. Also eine wunderbare Rede. Sag mal, nochmal, wenn ich jetzt zu Brecht frage, soll das dann auch gleich das Letzte gewesen sein, nachher nochmal vielleicht. Dass der mit Arbeitern reden konnte, kann ich mir gut vorstellen, weil er ja auch diese Sprache, wenn auch künstlerisch, in der Mutter Courage und in vielen der Mutter drin eine hat. Kunstsprache. Eine Kunstsprache eigentlich. Die Sprache nicht. Die Sprache nicht. Nee. Aber wenn der jetzt mit Ihnen gesprochen hat, sein sprichwörtliches Hinhören. Er war neugierig. War neugierig. Er hat sie ausgefragt. Das haben die Leute auch gemocht. Sie wollten auch. Naja, es war so, als ich als Laienspieler sozusagen den ersten Tag in Berlin ankam, nachdem wir da was vorgespielt hatten, mit Erich Franz, nicht, meinem Hauptdarsteller, gingen wir zuerst in die Dramaturgie. Und da saß ein Mensch mit hoher Stirnhornbrille und zurückgekämmtem Haar an seinem Brechtisch und guckte nicht mehr auf und sagte den großen Satz, hier wird ja jeder engagiert, der von Brecht was gemacht hat. Das war also die Begrüßung. Bei der Helly war die Begrüßung, also dass wir sie sofort Helly nennen. Und da wir Erfahrung haben mit Betrieben, wir kamen ja aus Köthen, ich war Lehrer und der Franz war Metallarbeiter, sollten wir sozusagen die Betriebsarbeit des Berliner Ensemble unterstützen bei Brecht. Als wir uns bei Brecht dann also mit ihm sprachen, quetschte der uns aus über die Situation in Köthen damals und war ungeheuer neugierig und wir hatten sofort Vertrauen zu dem. Und wer war der Mann, der gesagt hat, hier wird ja jeder engagiert? Palitsch. Mit dem ich nachher sehr befreundet war. Das hat er so abschätzig gemeint. Naja, jetzt so wie es ist. Klingt, ja, ja. Hier wird ja jeder engagiert. Hier, der von Brecht irgendwas gemacht macht hat. Naja. Du warst, das stimmte das tatsächlich? Ja, das stimmte, ja. Es waren aber nicht so viele, nee, von Brecht. Was... Ja, doch, es gab viele. Ja? Aber es, ja, nicht so viele, aber es wurde, bei Helly war es immer, wenn jemand sagte, bin schwanger und habe keinen Vater und kriege ein uneheliches Kind. Dann war das ein Grund. Dann war das sofort ein Grund, die als Schauspieler zu engagieren. Es gibt ja eine Auffassung unter Regisseuren, Dramaturgen, dass man aus dem ernsten Drama das Kabarett fernhalten soll. Wenn man deine Inszenierung von Arturo Uy sieht, also ich bin damals ja als Schüler hingewallfahrtet. Ja, ja. Und ich muss wirklich sagen, obwohl dieser Stoff ja so finster ist oder so viel Finsteres bearbeitet, ich bin teilweise aus dem Lachen nicht rausgekommen. Naja, ja, aber das hat mit Kabarett ja nichts zu tun, sondern es gibt ja Clownerie. Die Clownerie ist eine der hohen Theaterkunst.
das ist nur in Vergessenheit geraten. Nicht? Also es gab diese bei Shakespeare in jedem Stück die Clownsspiele zwischen den Akten, die von den Schauspielern improvisiert wurden. Nicht? Und bei Marlowe zum Beispiel, Christopher Marlowe, mhm, im Faustus, den ich übersetzt habe, da gibt es wunderbare Zwischenspiele, die improvisiert wurden. Und das waren Clownsspiele. Also das Clownsspiel gehörte sozusagen, ohne das war ein Stück gar nicht denkbar. Und hier in Arturo Uy kam uns das sehr zugute, weil wir ja nicht den Dämon Hitler zeigen wollten, sondern wir wollten den Kleinbürger, der abgelehnt wird in der Kunsthochschule München, weil er schlecht malt. Und da musste er sozusagen die Welt ändern, um irgendwas wieder einen Beruf zu ergreifen. Nicht? Also diese Absurdität im Grunde dieser Geschichte. Und das war damals, dieses Lachen empfanden die Leute gar nicht komisch wie du, sondern sie waren beleidigt, weil sie sagten, das war eine schwere Zeit und der Hitler war eine ernste Bedrohung und war dämonisch und die Leute sind sozusagen in Scharen zu ihm gelaufen, weil er so dämonisch war. Und da wollten wir gerne zeigen, also dass sie da offensichtlich was ganz Falsches gesehen haben. Nicht? Also Kabarett kann man das nicht nennen. Das ist die hohe Schule der Clownerie. Nicht? Was würde dich daran stören, das Kabarett zu nennen? Naja, weil Kabarett noch hauptsächlich aufs Text... Niedriger für dich, oder? Nee, nicht niedriger, sondern Kabarett ist eine... Wenn du an Schramm denkst oder große Clownerei. Ja, aber es steht auf das Wort. Ne? Nein, es gibt die große Schule der Clownerie. Ja. Ich meine, das ist von Grock, Chaplin und in bei Shakespeare waren es eben, war jeder Schauspieler im Grunde Clown. Ist die Clownerei beim großen Diktator von Chaplin und die Clownerei in der Arturo Uy-Inszenierung völlig unabhängig voneinander entstanden? Ja, naja, wir haben das gekannt, aber wir haben es nicht nachgemacht, sondern wir haben uns Hitlerfilme angesehen. Ja. Und wir hatten die Erlaubnis, die Wochenschauen und die Dokumentaraufnahmen von den Nazis zu sehen und haben da Dinge gefunden, die also für uns direkt übernehmbar waren. Zum Beispiel, es sind 100.000 versammelt, und da ist ein großer Betonblock mit einem Mikrofon drauf. Und da arbeitet sich ein kleiner Mann nach oben, ganz lange, bleibt lange vorm Mikrofon stehen und sagt dann, heilig heißer, es spricht der Führer. Und dann geht er wieder runter. Und das haben wir natürlich direkt übernommen. Nicht? Also auch mit einer Pause, dann, bis er dann wirklich spricht. Ja, endlos. Endlos. Das war eine ganz lange Leiter. Der da oben war und er unten war, das ging ganz lange Zeit und oben sagte er auch nicht sofort, sondern stellte sich vors Mikro, wartete eine Weile, weil er was ganz Großes zu verkündigen hatte, was Biblisches, und dann sagte er, es spricht der Führer. Und dann ging er wieder runter. Das findest du in Arturo Uy in der letzten Szene. Aber den Mut, es so zu gestalten, also den Mut zu haben, es nicht lächerlich zu machen, sondern die Leute, sagen wir mal, lachen zu lassen, wo sie früher erschrocken waren und Angst hatten, das haben wir aus den Realitäten genommen. Ne? Weil es ist ja die große historische Auseinandersetzung, dass unsere Gegner ein Hitlerbild entwerfen, dass er eigentlich der Herrscher aller Preußen war, der Macher aller Dinge, das Zentrum des Geschehens. Und wir ja immer der Meinung sind, glaube schon, dass man hier auch Dimitrov zitieren darf, dass Hitler nur ein Ausführender war, der... Naja, ein genialer Ausführer. Ein genialer Ausführer, also das ist klar. Der hatte Begabung, die andere nicht haben. Nein, deswegen haben wir im Moment ja keine rechtspopulistische Partei in Deutschland. Ja. Offensichtlich fehlt da die Begabung.
Aber jedenfalls, dass er trotzdem ein Ausführender war. Und das ist ja das Wesentliche, sowohl beim großen Diktator, obwohl das Kapital eigentlich nicht gezeigt wird, als auch beim Arturo Uy, der das Kapital ist. Ja, aber er ist natürlich, man muss sehen, dass das Kapital sich die Hände verbrannt hat. Ne? Also sie, dass er sozusagen dann Macht in Anspruch nahm, die sie gerne selber behalten. Das ist ja ein Arturo Uy, kommt ja vor, dass sie sagen, das war ein schwarzer Tag, als du uns diesen brachtest zu dem Clark, zu dem Papen da. Aber sie sind als Gewinner aus der Nummer rausgegangen. Ja, das sind sie absolut, sogar aus dem Zweiten Weltkrieg sogar. Ja. Aber nochmal zu dem Kabarett, das wird ja hier eingesetzt, um auch eine marxistische Analyse sinnlich, ich sag mal, nicht zu kurz kommen zu lassen in der allgemeinen bürgerlichen Auffassung. Da ist ein Diktator und diesem Diktator ist alles untertan, jeder Kapitalist genauso wie jeder Arbeiter. Und was im Marxismus dann ja etwas relativiert wird. Ja, was Engels in Anti-Theorie, die sich lustig macht über die Gewalttheorie, ja. Dass die Gewalt sozusagen an sich entsteht. Genau. Das ist immer Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen und ich meine, der Hitler selber ist eine gesellschaftliche Erscheinung, aber eine sehr ausgefallene und einmalige zunächst mal oder seltene. Denn ich meine, was uns lächerlich vorkommt, ist den Leuten damals ja gar nicht lächerlich vorgekommen. Aber trotzdem spielt der Eckhard Schall ihn ja mit diesen zwei Gesichtern. Das ist, er schreit nach vorne martialisch los. Und dann wird er ganz klein wie ein Wiesel und zieht sich wieder zurück. Naja, er ist der beleidigte Kleinbürger. Und eine geniale, als wir die Generalprobe hatten, war uns, sagen wir mal, dieser Gedanke, bildgewordene Kleinbürger, nicht groß genug. Und wir versuchten das übers Spiel zu machen. Und da kam Palm, das war damals der Hersteller der Kostüme, also den Brecht auch sehr schätzte, also Weltstar würde man heute sagen, aber damals so noch nicht. Und der sagte, macht mal Folgendes, schwingt mal das Gesicht weiß und lasst mal die Augen, die Tränensäcke, schwingt die nicht, wischt die ab, sodass die rot sind, sodass das Gesicht immer traurig ist. Als beleidigt. Und dass das alles, sagen wir mal, selbst die Eruption nicht nur gespielt ist, sondern der hat in sich mobilisiert, diese kleinbürgerlichen Aufwallungen. Und daraufhin haben wir ja das Ganze mit fast chinesischen Masken gespielt. Aber und es kam noch was, dass Palitsch wollte ihn ohne Bart spielen. Weil er sagte, das muss der Zuschauer muss die Assoziation selbst haben. Und das ist aber in dem Stück beschädigend, wenn man das nur auf eine Gangster-Story erzählt, wenn nicht auch ab und zu direkte Parallelen da sind. Und daraufhin da war nichts drin und da habe ich den Bart weggenommen. Und dann habe ich den Maskenbildner gesagt, macht man nicht einen Bart, sondern eine Bürste, eine Handbürste und die lassen nach vorn stehen. Also hier eine kleine Bürste einfach angeklebt und so ist der Bart von Arturo Uy entstanden. Und der war natürlich, sagen wir mal, es entsprach Hitler, aber es war natürlich eine bereits Weiterführung seines Aussehens. Ne? Hat sich eigentlich Brechts, ihr habt das ja nach seinem Tod angefangen, auch die ganzen Arbeiten. Gab es eigentlich irgendwann mal einen Anlauf von ihm noch zu Lebzeiten in Arturo Uy? Ja, der durfte nicht spielen. Den durfte er nicht spielen, warum? Er sprach den Deutschen das Recht ab, über diese Zeit zu lachen. Und wir mussten, das Theater musste erst Furcht und Elend des Dritten Reiches spielen. Und dann sollte man vorsichtig an Arturo Uy rangehen. Er selbst hat ja eigentlich zu der Inszenierung nicht sehr viel beigetragen. Die ist ja auch erst nach seinem Tod gestartet worden.
Warum? Na doch, er hat beigetragen, es soll im großen elisabethanischen Stil gespielt werden. Das hat er beigetragen? Ja. Aber viel mehr nicht? Nee. Und warum war er da so desinteressiert? Brecht war, was Faschismus betrifft, ja, der Schuss ist furchtbar, noch aus dem das Koch. Ja. Und auch am 17. Juni, also seine Furcht des Wiederaufkeims. Des Bukow-Elegien? Bukow, nicht des Faschismus offen, sondern in den Leuten, war riesig. Und er fürchtete, wenn man Arturi zu früh spielt, ohne die Schrecknisse dieser Zeit zu zeigen, in einem Theater jedenfalls, in demselben Theater, ginge das nicht. Und es ist eine abenteuerliche Geschichte. Der Schall, damals schon vorgesehener Schwiegersohn, klaute Brecht, weil er da reinkam, dieses Manuskript, was Brecht nicht rausrückte. Und wir gingen in Schalls Wohnung, das war damals noch eine öde Wohnung mit einer Birne statt einer Lampe, lasen nachts mit einer Pulle Wodka Arturo Uhi und waren natürlich ungeheuer begeistert und wollten das sofort machen. Und da gab es aber ein striktes Verbot von Brecht und sagte, das Theater macht dieses Stück erst, wenn es Furcht und Elend des Dritten Reiches ausgiebig gemacht hat. Und dann starb Brecht und wir machten dann Furcht und Elend des Dritten Reiches mit als erste Inszenierung nach Brechts Tod. Mhm. Und dann machten wir Arturo Uhi, wobei alle der Meinung waren, Schall hat keinen Humor und ich auch nicht. Das war Palitzsch und Weigel und uns wurde nicht erlaubt. Also wir hätten nicht den großen Humor. Und dann habe ich mit Schall in seiner Wohnung ein paar Szenen probiert und dann kamen wir drauf, dass das Ganze, und da entdeckte ich, dass Schall eine Begabung hat, die keiner kannte vorher, nämlich Clownesk. Mhm. Dieses todernste, verrückte, komische. Mhm. Und da hört nur seine Einfälle nicht auf. Mhm. Und diese Einsilbigkeit, die er sonst hatte, und diese, war weg. Mhm. Und das zeigt mir und daraufhin machten wir das. Also die Geschichte selber ist abenteuerlich. Also Brecht selbst hat es nicht vorgehabt, früh zu spielen. Also bei Arturo Uhi ist ja für mich sozusagen die... sozusagen die größte widersprüchliche Spannung zwischen einem ja, wissenschaftlich für alle als Basis vorgegebenen Marxismus und einer spielerisch erworbenen Erkenntnis auf der Bühne. Und zwar genau dadurch, dass Hitler nicht der Deus ex machina ist, der selber die Zügel alle in der Hand hat, sondern auch am Zügel geführt wird. Ja, durch die Art, wie er gespielt wird. Ja. Da ist die Betonung auf Spielen, kann gar nicht dick genug unterstrichen werden. Welche Schriftsteller würdest du sehen nach Brecht, die diese spielerische Umsetzung einer so großen Philosophie wie dem Marxismus beherrscht oder zumindest haben anklingen lassen? Naja, also jetzt Faschismus nicht, da weiß ich jetzt, also wenn man mich fragt, ist es Lubitsch nicht im Film. Ist Lubitsch. Sein oder nicht sein. Ja. Das ist ein genialer Film, also der ist, und dann der Chaplin sowieso, aber von den Schriftstellern, die ich kenne, also die großen Satiriker, waren in der Sowjetunion, das war also Ochlopkov und sein Theater und Erdmann. Mhm. Nikolai Erdmann, Selbstmörder zum Beispiel, mit Meyerhold zusammen. Mhm. Die hatten also diese große Fähigkeit, sozusagen die Theorie spielerisch oder das Theoretische spielerisch zu gestalten. Mhm. Und Brecht wollte ja mit dem Engel zusammen das erste Kapitel aus dem Kapital als Clownerie machen.
also Wert und also Tauschwert und Gebrauchswert streiten miteinander und ringen und also das hatten sie vor. Aber ich meine, gekonnt, es der Volker Braun kann es, wenn er nicht sich versteigt hinter das moderne Theater her, nicht? Also wenn er kopiert modernes Theater, dann geht es schief. Aber wenn er es nicht wie in großem Frieden, da ist es ja ein Riesenthema, ungeheuer spielerisch gelöst. Mhm. Und Hax konnte es auch, nicht? Weil du denkst an den Frieden und an die Schlacht von Lobositz, das sind seine besten Stücke. Also wenn, sag mal, große Themen bei ihm ins Cortex oder Cortex geht und eines der großen Leistungen von Hax ist die Übersetzung von Playboy aus Western World, wo er dieses verrückte Irische, das ist ein geniales Stück, also das lebt von der Verrücktheit, die aber normal bleibt, nicht? Und Hax hat dafür im Deutschen eine Sprache erfunden, so wie Brecht seine Courage-Sprache erfunden hat. Und das waren also, Braun könnte das und Hax konnte das. Und ich meine, und die Sowjets, nicht? Also Meyerhold, Tajerow, Erdmann, den ich für einen ganz großen Dichter halte, der komischerweise Stalin überlebt hat. Mhm. Obwohl den Selbstmörder durften wir bis 1989 nicht spielen, weil die Sowjets das verboten haben. Und Michailkow, ein Berater von Stalin, der war komischerweise sein Nachlassverwalter. Und da bin ich nach Moskau gefahren und von dem habe ich, der hat das als Verrücktheit, das zu verbieten. Mhm. Und wir haben es dann gespielt. Und das ist eines der ganz großen Satiren. Ist die These vielleicht zu verwegen, dass Brecht was das Künstlerische anbetrifft, sehr spielerischer Mensch war? Ja. Der deswegen vielleicht zum strengen Marxismus gegriffen hat, um seinem Spiel die höchstmögliche Antipode sozusagen zu geben. Denn der Marxismus selber ist sehr streng. Naja, und enthält eine ungeheure, die Widersprüche, also der Grundwiderspruch, dass man durch die Ausbeutung denen das Geld wegnimmt oder die gleich zu sehr als Käufer auftreten. Ich meine, das ist eines der größten Grotesken, die es gibt. Mhm. Nicht, dass man die arm macht, mit denen man als Käufer rechnet. Ja, genau. Ja, klar. Nee? Und von Hax gibt es da so ein schönes Bonmot, dass die Imperialisten wundern, dass sie sich nicht mehr verkaufen, aber sie bringen ja die Leute um, ja, ja. Die Käufer. Ja, ja. Und ich glaube, die Widersprüchlichkeit, in der Brecht, die Witz der Dialektik, Brecht hat ja immer vom Witz der Dialektik gesprochen, auch bei Hegel übrigens, wo der Witz schwer zu entdecken ist, aber ich glaube, das hat ihm an den Marxismus gereizt, dass er sah, wie gut er zu seinen frühen Stücken passt. Also der fängt an, auf dem Jahrmarkt selber aufzutreten, da gibt es ja das berühmte Foto. Naja, das ist also gestellt. Ist gestellt? Ja. Das ist gestellt? Ja, der hat mit Valentin Karl Walden Kontakt gehabt. Der hat ja immer die zwei Karls als seine Lehrer genannt, Karl Marx und Karl Valentin. Ja. Aber aber das Interessante ist, dass die Stücke, also der Dickichter Städte und sehr und spielerische, fast chaotische Stücke. Das ist der sozusagen ins Spiel umgesetzte Widerspruch. Mhm. Und die Ähnlichkeit, die Nähe der Widerspruchsanalyse, des Widerspruchsdenkens, fand er natürlich, erst fand er es bei Hegel und dann bei Marx in extremer Weise. Und das hat ihn sehr hingezogen. Und der Marxismus hat nicht, wie behauptet wird, seine Stücke gelähmt, sondern ungeheuer beflügelt.
weil er hat, wie gesagt, das erste Kapitel vom Kapital als Clownspiel gesehen.